Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie. Und ich Nadine Vogt, Praxismanagerin, und wir begrüßen euch zu unserem heutigen Skin Talk mit dem Thema dauerhafte Haarentfernung. Und zwar wollen wir eure Fragen beantworten, die ihr unter unsere Videos gepostet habt. Und wir haben einige interessante rausgepickt, die auch allen anderen von Nutzen sein können. Also starten wir gleich mal. Genau, wir starten mit der ersten Frage, und zwar beziehen wir uns da direkt auf das Video der Kollegin Nadine Lampinen, die ein Gerät für den Heimgebrauch benutzt hat. Und sie hat ja festgestellt, dass die Anwendung an den Achseln ziemlich gut erfolgreich war. An den Beinen war sie jedoch nicht so erfolgreich. Worin liegt denn da der Unterschied? Warum kann das zum Beispiel sein? In den Achseln wachsen die Haare deutlich schneller als an den Unterschenkeln. Und deswegen braucht man dort auch mehr Sitzungen, um die Haare zu entfernen. Bei den Heimanwendungen von IPL ist es auch so, dass die Haare nicht so stark geschädigt werden, dass man schon eine Reduktion des Haarwachstums bekommt oder erreichen kann, aber dass sie jetzt dauerhaft entfernt werden, das ist oft nicht der Fall. Beim Haarwachstum gibt es ja drei Phasen. Einmal die Wachstumsphase, Anagenphase, dann die Katagenphase, das ist die Übergangsphase zur dritten Phase, der Telogenphase, wo dann die Haare auch ausfallen. Und das Heim-IPL macht nachgewiesenermaßen einen Übergang in die Übergangsphase, also in die Katagenphase. Und dadurch fangen die Haare dann an, in ihre Schlafphase überzugehen. Aber es ist nicht so, dass es dadurch jetzt zum verstärkten Ausfallen kommt. Allerdings gibt es auch etliche Studien, die eine gute Wirksamkeit dieser Methode belegt haben. Vor allem, wenn man es mit einer professionellen Epilation, also mit IPL oder mit Laser kombiniert. Ja, die Frage war von JP oder JP. Wir hoffen, die Frage ist beantwortet. Mit der nächsten Frage fasse ich so ein paar einzelne Fragen zusammen. Und zwar, vielleicht können Sie uns da erstmal den Unterschied zwischen Laser und IPL erklären. Die Frau Lampin hat ja ein IPL-Gerät benutzt. Und dann gibt es aber noch eine andere Laserform, und nach der wurde auch explizit gefragt, nach dem Diodenlaser. Also was ist der Unterschied zwischen diesen drei Laserformen? Also es gibt prinzipiell Laser und IPL. Oder IPL, da gibt es auch ein Synonym, das heißt BBL, das heißt Broadband Light, und IPL heißt Intense Pulse Light, das ist das Gleiche. Und der Unterschied zwischen einem IPL-Gerät und einem Laser ist die Wellenlänge, mit der behandelt wird. Beim Laser erfolgt die Behandlung mit einer definierten Wellenlänge. Das ist nur ein schmales Lichtband, was zur Behandlung ausgewählt wird, während bei dem IPL hat man ein breites Band, also beispielsweise von 590 bis 1000 Nanometer, während der Laser dann nur eine Wellenlänge herauspickt. Das ist dann typischerweise die Wellenlänge, die sehr gut auf das Pigment anspricht, also auf Melanin, wo Melanin die höchste Absorption hat. Das heißt, dort wird am meisten Energie aufgenommen und dann in Wärme umgewandelt, was dann das Haar schädigt. Also es gibt Laser, dazu zählt auch der Diodenlaser oder der Neodymiac-Laser, oder Alexandrit-Laser zum Beispiel. Das sind so klassische Laser, die bei der Haarentfernung eingesetzt werden. Und es gibt BBL und IPL. Das sind die mit dem breiteren Spektrum. Und die nächste Frage, die ist von Manal Al-Refai. Er beschreibt, dass er ganz viele Pickelchen auch hat und dass die Haare auch so ein bisschen eingewachsen sind, also als dicker, schwarzer Punkt zu erkennen sind. Kann sich denn, also ist die Laserbehandlung da generell geeignet und kann sich auch so das Hautbild dadurch verbessern? In der Tat ist es so, dass die Laserhaarentfernung die Porigkeit der Haut verbessern kann, weil in der Pore sitzt das Haar drin, und wenn das Haar dick ist, dann ist die Pore auch groß. Und schwarze Punkte, wenn es jetzt Mitesser sind, dann wird es eher nicht besser durch eine Laserhaarentfernung oder IPL-Haarentfernung, aber wenn das dicke Haarpfropfe sind, dann ist es möglich, dass es auch dadurch besser wird. Porigkeit kann durch diese Laser oder IPL in der Tat verbessert werden. Dann kam auch die Frage von wieder mehreren Abonnenten, wie man denn die Haut auf die Behandlung vorbereiten kann. Es wird auch gefragt, warum man nicht zupfen sollte, sondern die Haut rasieren sollte. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn wenn man
die Haare auszupft, dann ist ja kein Haar mehr, was die Energie in die Tiefe leiten kann. Wir brauchen das Haar als Antenne, was die Laser- oder IPL-Wellenlängen aufnimmt und dann in Wärme umwandelt. Und dieses Haar leitet dann die Wärme an die Zellen weiter, die die Haare bilden. Und wir brauchen natürlich das Haar, damit überhaupt Wärme dann an diese Haarbildungszellen, an die Stammzellen des Haares gelangen kann. Deswegen sollte man die Haare nicht zupfen. Rasieren sollte man sie so 1 bis 2 Tage vorher, dass noch so ein ganz kleiner Haarrest über die Haut rübersteht. Warum sollte man rasieren? Weil wenn man die Haare nicht rasiert und sie dann auf die Haut drückt, dann leiten die Haare die Energie auch auf die Hautoberfläche weiter und dann kann es zu Verbrennungen kommen. Also das ist nicht gut. Ansonsten sollte man möglichst die Sonne meiden als Vorbereitung, denn je heller die Haut ist, desto höher können wir mit Energie gehen. Ideal sind Haare, die dick sind und dunkel sind und eine Haut, die sehr hell ist, also quasi wie Schneewittchen-Typus. Denn dann kann man viel Energie verwenden und weil die Haut nicht mitreagiert, die sonst auch die Laser- oder Lichtenergie vom IPL aufnehmen würde und alles in die Tiefe weitergeleitet wird zu den Haaren und somit zu den Stammzellen. Dann fragt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sheila oder Shiala Massi. Sie hat mal genauer hingeschaut bei einer Behandlung, die sie im Internet gesehen hat. Und da wurde sowas wie ein Gel auf die Haut aufgetragen und es wurde relativ schnell behandelt. Während sie aber auch schon gesehen hat, dass man den Laser nur kurz aufsetzt und dann weiter bewegt. Was sind das denn für unterschiedliche Methoden und Techniken? Ja, das sind unterschiedliche Laser. Es gibt Laser, die setzen sehr schnell ihre Impulse frei und man geht dann quasi wie in so einem Wischmodus über die Haut. Und bei den anderen Lasern macht man das Schritt für Schritt, also Stück für Stück wird die Haut dann nebeneinander behandelt. Der Vorteil von diesem schnellen über die Haut gehen soll sein, dass man weniger spürt, dass es angenehmer ist. Ansonsten hat es keinen Effekt, dass die Haare dann schneller bzw. effektiver behandelt sind und ausfallen. Also der Effekt ist der gleiche, es könnte vielleicht etwas angenehmer sein. Meistens nimmt man bei der Laser- oder IPL-Behandlung kein Gel, sondern drückt fest auf die Haut drauf, um das Blut zur Seite zu schieben, weil Blut auch ein relativ ähnliches Absorptionsspektrum wie Melanin hat. Und dass eben die Haut auch nicht dadurch erhitzt wird, also Druck auf die Haut ausüben und Gel ist normalerweise nicht erforderlich. Und bei diesem Fahren über die Haut hat man natürlich auch dann nicht so einen starken Druck, den man ausübt. Dann wurde auch wieder von mehreren Abonnenten gefragt, die so eine zusammengewachsene Augenbraue haben, ob man das denn auch mit dem Heimgerät zum Beispiel oder auch in der Praxis behandeln kann. Also wir haben solche Patienten, die darunter leiden, das ist absolut möglich, mit dem Heimgerät wahrscheinlich auch. Wobei ich nicht sicher bin, ob alle Heimgeräte auch eine Anwendungszulassung fürs Gesicht haben. Denn das ist ja eine Zone, die oft sehr gut gebräunt ist und dann muss der Sensor schon gut funktionieren, dass eben nicht zu viel Energie freigesetzt wird. Prinzipiell ist es sehr gut zu behandeln mit Laser oder IPL. Vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, das steht ja quasi so als Elefant im Raum. Was ist denn jetzt besser, IPL oder Laser? Was ist effektiver? Und es gibt dazu etliche Untersuchungen und keine hat jetzt einen großen Unterschied gefunden. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass IPL angenehmer ist in der Behandlung, dass es nicht so unangenehm ist. Es hat eine Studie herausgefunden, dass der Laser nach kürzeren Behandlungen anfängt zu wirken, aber dass nach 3 Behandlungen die Wirksamkeit komplett gleich ist mit IPL und Laser. IPL hat den Vorteil, dass man oft eine größere Fläche auf einmal behandeln kann. Insofern ist es wirklich völlig egal, wie welches System eingesetzt wird. Und man darf sich da auch nicht von irgendwelchen Firmen blenden lassen, die jetzt sagen, klar, natürlich, ihr System ist das Beste und mach auf jeden Fall dieses oder jenes. Es ist wirklich egal, welches System eingesetzt wird. Man muss es halt richtig bedienen, das heißt, die richtige Dosis einstellen, dass es sicher ist, aber auch so so hoch eingestellt wird, dass dann auch eine effektive Behandlung stattfinden kann.
Auch viele Fragen kommen zum Thema Nebenwirkungen. KF fragt zum Beispiel, er oder sie würde es gerne ausprobieren, hat aber Angst davor, ob das schädlich für die Gesundheit ist zum Beispiel. Und hier wird auch die Frage gestellt, ob das Hautkrebs verursachen oder fördern kann. Mit IPL und Laser gibt es ja über 25 Jahre Erfahrung bei kosmetischen Behandlungen und medizinischen Behandlungen. Und bisher gab es keinen einzigen Fall, der substanziell auf eine Behandlung zurückgeführt werden konnte. Insofern handelt es sich um sichere Behandlungen. Ich würde trotzdem die Pigmentmale aussparen, denn wenn dort Entzündungen oder Verbrennungen auftreten, könnte das schon dazu führen, dass Zellen entarten. Insgesamt muss man sich keine Sorgen machen. Es handelt sich bei diesen Therapien nach dem heutigen Stand der Wissenschaft um sichere Behandlungen. Und klar, man kann es ausprobieren. Die Heimanwendung IPL ist eine gute Unterstützung, wenn man die Haare dauerhaft loswerden will, wenn man es zusammen mit einer professionellen Epilation, also Laser oder IPL, kombiniert. Wenn es einem nur darum geht, dass man nicht mehr rasieren möchte und es auch sich nicht daran stört, dass man immer wieder die Heimanwendung durchführt, dann kann man auch das als einzige Methode anwenden. Es gibt aber auch Untersuchungen, die haben gezeigt, dass die Heimanwendung zu einer vollständigen, zum vollständigen Loswerden dieser Haare führen kann. Also alles ist möglich und ich würde es einfach ausprobieren, wenn man damit gut zurechtkommt, dann einfach dabei bleiben. Ja, noch eine letzte Frage, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, uns wieder weitere Fragen zu stellen. Ist es denn möglich, dass eine Laserbehandlung einen Herpes auslöst, einen Herpes simplex, und wenn ja, warum? Das ist in der Tat möglich, denn die Herpesviren, die schlummern ja in der Haut, und wenn jetzt ein Reiz auftritt oder eine Behandlung oder irgendwas passiert, was örtlich das Immunsystem abdämpft, dann können sich diese Herpesviren vermehren und dann an die Hautoberfläche kommen und dann die Herpesbläschen verursachen. Also es ist absolut möglich, dass nach einer Laserbehandlung ein Herpes auftritt. Den behandelt man dann natürlich möglichst frühzeitig, damit keine Narben entstehen. Eine Frage möchte ich doch noch einbringen. Kann man denn auch die Laserbehandlung beim Dermatologen mit der Heimbehandlung auch kombinieren oder ist es nicht zu empfehlen? Genau, das ist sogar eine sehr gute Methode, dass man die starke Behandlung beim Dermatologen macht und die Heimanwendung zur Unterstützung fortführt. Das passt absolut zusammen und ist eine gute Kombination. Das ist ja dann nochmal ein super Tipp zum Ende hin. Gibt es noch was, was Sie den Zuschauern mit auf den Weg geben möchten? Es gibt ja super viele Anbieter, die die Epilation, Laserepilation oder IPL-Epilation anbieten. Und es ist auch so, dass das neue Gesetz nicht das verboten hat, dass das auch in Kosmetikstudios erfolgt. Ich kann nur sagen, es ist gut, wenn man sich auf sein Gefühl verlässt und schaut, ob man ein gutes Gefühl in dieser Institution hat, wo man sich behandeln lässt. Und damit man möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Auch beim Dermatologen können Nebenwirkungen auftreten. Aber hier ist zumindest dann die Nachbehandlung gesichert und wir wissen genau, was zu tun ist, um größere Schäden zu vermeiden. Ja, super. Vielen, vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns. Viele Grüße aus Mainz und wir freuen uns auf eure Fragen hier unter diesem Video. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.